Pika pika. Kein Reim.jpg. Es war ein wunderschöner Tag in einem kleinen Ort und alle spielten und lachten. Vor allem die, die früh raus mussten. So wie Max, die, die sich früh auf die Socken machten. Und wieder ein grauenhafter Tag, freute er sich und sprang aus dem Bett. Was? Wer spricht da? Draußen begrüßten ihn die Fohlen ganz nett. Klasse, jetzt dreh ich völlig durch. Jetzt höre ich schon Stimmen. Ach, halt die Klappe. Stell dich deinem Schicksal und folge meiner Erzählung. Sonst was? Sonst sorge ich dafür, dass die Fohlen nicht nur in deinem Vorgarten Hofball spielen. Wo waren wir? Okay. Also. Er sprang aus dem Bett und begrüßte die Fohlen ganz nett. Ihr scheiß Görn! Macht, dass ihr verschwindet! Und trappte in die Küche zur Kaffeemaschine. Darauf fällt mir jetzt kein Reim ein. Was? Nach so kurzer Zeit schon? Willst du mal meinen Job machen? Das ist verdammt anstrengend, okay? Nein, eigentlich... Hör zu, Max. Ich habe keine Lust auf Streit. Das ist jetzt auch bei mir die 9. Stunde. Und ich will sie schnell hinter mich bringen. Was? Max? Aber ich heiß doch gar nicht! Ja, ist schon gut. Vergiss mir das Ganze und fang neu an. Was aber? Max sprang voller Freude aus dem Bett. Was zum? Und nun ging er raus und begrüßte die Fohlen. Verschwindet von meinem Grund! Mann, boah, Max, ey. So steht das nicht im Skript. Was? Welches Skript? Na, das Skript über dein Leben. Seit wann hat mein Leben ein Skript? Na, schau doch mal hier. Seit 328. Max steht auf und begrüßt fröhlich die Fohlen. Dann geht er wie jeden Morgen zur Arbeit. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss einen Albtraum haben. Ja, das ist es. Ich schlafe eigentlich noch. So, Max. Weißt du was? Wir springen gleich auf etwas Interessanteres. Und zwar, Banküberfall, Geiselnahme? Nein. Wo ist denn... Ah, genau, da. Wir springen gleich zu deiner Hochzeit. Was? Welche Hochzeit? Na, deine. Gut, Max. Da sind wir. Wollen Sie die hier Anwesende... Nein! Was? Ach, Max, was machst du denn da? Du sollst doch Ja sagen. Teufel auch, wer sind Sie denn? Ich versuche hier eine Hochzeit zu schließen, das hat nichts mit Liebe zu tun, also schweig bitte. Das kann nicht wahr sein. Das würde ich niemals tun. Niemals! Nie! Mann, Max, da tue ich dir schon einen Gefallen und dann springst du mir so in den Rücken. Ich kenne dich doch nicht mal. Was hat das denn damit zu tun? Du kommst einfach aus dem Nichts und erwartet, dass ich dir gehorche? Was ist denn das? Okay, Max. Dann fangen wir halt ganz anders an. Willkommen im Nichts. Toll! Und nun? Nun werde ich dir erstmal erklären, wer ich bin. Also, ich bin ein... ich weiß gar nicht. Aus deiner Sicht vielleicht eine Art... Ja, ich würde sagen Gott. Aber das tut auch gerade nichts zur Sache. Nun, ich habe die Kontrolle über Raum und Zeit. Und genau deswegen hast du eh zu tun, was ich dir sage. So etwas wie Götter gibt's doch gar nicht. Bist du dir ganz sicher? Ich bin doch der lebende Beweis. Du bist nur eine Einbildung aus meiner Fantasie. Bist du dir da ganz sicher? Nun, ich bin mir das sicher. Ich meine, warum sollte mich ein Gott auf einmal aus dem Nichts ansprechen? Nun, ganz einfach. Du bist dran. Was? Wie dran? Na, du stehst auf meiner Liste. Die Liste des Lebens. Wie was? Wo Liste? Nun gut, sagen wir es so. Ich bin derjenige, der die bösen Fohlen bestraft. Das dürftest sogar du verstehen. Ich bin doch nur ein alter Hengst, der seine Rente genießen will. Das merkt man ja bei den Fohlen. Die zerstören ja auch jeden Tag meinen Garten. Du kannst das eine ja nicht mit dem anderen vergleichen. Ach nein. Nein. Gut, gehen wir mal davon aus, du bist eine Art Gott. Beweis es mir. Ich habe dich gerade ins Nichts befördert. Reicht das denn nicht? Das kann auch nur meine Fantasie sein. Gut, dann verwandle ich dich in, eben in eine Stute. Was? Ey, mach das rückgängig! Wieso denn? Du siehst doch so süß aus. Nein. Nun, ich könnte doch noch deine Persönlichkeit anpassen. Was? Nein! Also, was machen wir als nächstes? Ich könnte dich mit einem Hengst verkuppeln. Hallo, meine Schönheit. Verschwinde, du Schuft. Ach, komm schon. Willst du nicht eine wunderschöne Nacht mit mir verbringen? Um Himmels Willen, nein! Also, wie gefällt dir das, Max?
Ach nee, du bist ja jetzt eine Stute. Nein, ich bin ein Hengst! Ein Hengst! Du bist eine Stute. Schau doch runter. Nun gut, versuchen wir etwas anderes. Du bist gerade in einem Lokal und sitzt allein an einem Tisch. Du bist sehr frustriert, weil dein Freund dich gerade verlassen hat. Du hast immer noch dafür zu sorgen, dass ich wieder ein Hengst werde. Alles zu seiner Zeit. Plötzlich kommt ein charmanter, junger Hengst in das Lokal und sieht dich. Er trappt auf dich zu und spricht dich an. Hallo, junge Stute. Auch so allein hier? An seiner Stimmlage erkennt... Natürlich ist alles klar. Ich bin vermutlich nur etwas kirre im Kopf. Nicht nur, dass ich eigentlich ein alter Hengst bin, der in einen Stutenkörper gepresst wurde. Nein, anscheinend denke ich mir auch noch meine eigene Bestrafung für mein verkorkstes Leben aus. Halt! So geht das hier nicht weiter. Ich versuche dir zu helfen und so dankst du es mir. Immerhin bin ich derjenige, den du traktierst. Hey, ich bin ja wie ein Hengst. Langsam bin ich echt überfragt mit dir. Was willst du denn? Soll ich jetzt Schokoladenmilch regnen lassen? Himmel, nein! Vielleicht sollte ich mal einen guten Freund fragen. Welchen? Ich will es gar nicht wissen. Wirst du aber. Harmonie, mit Ihnen. Wer? Klappe, Luna. Oh, ein Kollege. Lange nicht gesehen. Ja. Wir können ein andermal plaudern. Ich habe einen absoluten Härtefall. Was? Den da? Ja, das hier ist Max. Etwas grimmig, der Kleine, wie? Ja, aber darum geht's nicht. Er glaubt, ich bin nur eine Einbildung in seinem Kopf. Hast du denn auch schon den Geschlechtertausch durchgeführt? Sicher, aber das hat auch nicht viel gebracht. Vielleicht solltest du den letzten Schritt einleiten. Du meinst, den Schritt? Ja, ich meine, was haben wir schon zu verlieren? Sicher hast du recht. Aber was treibst du hier eigentlich? Ach, die prüde Prinzessin und ihre kleine Schwester haben irgendwelche Spielzeuge ausgegraben. Und jetzt meinen sie, mich damit besiegen zu können. Also bist du gerade beschäftigt? Ja, mehr oder weniger. Na gut, dann will ich dich mal nicht weiter stören. Moment mal, ihr seid Kollegen? Siehst du, das meine ich, ein absoluter Spätzünder. Bring ihn doch zum Singen. Ja, das könnte vielleicht klappen. Oh, verdammt, ich muss los. Bis später, Discord. Arrivederci. Gut, Max. Hör zu. Halt, stopp! Ich heiße nicht Max. Nicht? Nein! Du bist also nicht Max Musterhengst? Sehe ich etwa so aus? Nun... Nein, bin ich nicht! Ich bin... Es ist mir scheißegal, wer du bist. Wenn du nicht Max bist, interessiert es mich nicht. Oh, meine Schicht ist vorbei. Ich bin dann mal weg. Halt, und was wird das aus mir? Was weiß denn ich? Ich bin nicht für dich zuständig. Kannst du mich denn nicht wenigstens nach Hause bringen? Klar. Eine Sekunde. Danke. Komm zurück und mach das rückgängig! Mit wem redest du, Schatz? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.